Mafioso-Vergleich eingehen. Ja, deswegen sag ich's doch. Deswegen sag ich's doch. Was ich sage, ist meine Entscheidung, lieber Kollege. Und ich vertraue da sehr auf Herrn Dr. Michelbach. Genau. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ob nun Panama Papers oder jetzt Paradise Papers, Steueroasen, Briefkastenfirmen, Steuergestaltung oder Geldwäsche, diese Themen haben den Bundestag in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt. Aber es wurde nicht nur geredet, es wurde auch gehandelt. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und wir werden weiter handeln. Das kann ich Ihnen versprechen. Wir müssen also nicht erst anfangen oder schon gar nicht sofort, wie verschiedene Fraktionen hier suggerieren wollen. Ich verstehe das, die neu sind, die Fraktionen, die haben das vielleicht nicht ganz mitbekommen. Etwas anders ist das bei den Kollegen der SPD. Wir haben ja gemeinsam vieles erreicht. Wir, CDU und CSU und unser damaliger Finanzminister Wolfgang Schäuble sind Vorreiter im Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuervermeidung und Wettbewerbsverzerrungen in der Europäischen Union und weltweit innerhalb der OECD, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Das war ein Dauerthema im Kabinett, Bundestag und auf europäischer Ebene sowie bei G20. Wir haben in den vergangenen Jahren unter der Beteiligung des Bundestags eine ganze Serie von Initiativen und Gesetzen zur Beseitigung der genannten Probleme beschlossen. Ich erinnere erstens an unseren 10-Punkte-Plan mit Maßnahmen auf nationaler und internationaler Ebene. Ich erinnere an die BEPS-Initiative von OECD und G20 mit dem BEPS-Umsetzungsgesetz vom Dezember 2016 in nationales deutsches Recht. Herr Dr. Michelbach, ich erinnere, ja, bitte. Sind Sie bereit, Frau Paus eine Frage zu erlauben oder eine Zwischenbemerkung? Lisa Paus immer, bitte. Oh. Sehr geehrter Herr Michelbach, Sie haben ja völlig recht, wir haben uns mit vielen Gesetzen beschäftigt in den letzten Jahren. Ich war ja auch Mitglied des Finanzausschusses. So. Aber wir haben doch das Problem im Deutschen Bundestag, dass wir Gesetze beschlossen haben, dass wir aber trotzdem jetzt wieder feststellen mit den Paradise Papers, dass es nach wie vor so ist, dass Milliarden Euro an Steuergeldern nicht gezahlt werden und dass die Öffentlichkeit, dass die Bevölkerung in Deutschland einfach nicht versteht, dass wir Gesetze beschließen, aber es nicht wirklich einen Effekt hat. Und deswegen sage ich, als Deutscher Bundestag haben wir die Verantwortung, das zusammenzubringen. Wir müssen doch dann feststellen, dass wir zwar Gesetze beschlossen haben, aber sie offenbar noch nicht die Wirkung haben, dass diese Dimension an Steuerhinterziehung, an Steuergestaltung und an Geldwäsche tatsächlich eingedämmt wird. Und sind Sie nicht mit mir zusammen der Meinung, dass wir sozusagen nicht einfach nur was tun sollten, sondern dass wir auch die Effektivität unserer Handlungen überprüfen sollten, dass es nach wie vor Handlungsbedarf gibt, einfach in dem Bereich, weil das, was wir an Gesetzen beschlossen haben, nicht zu dem passt, was als Problemdimension eigentlich da ist? Frau Kollegin Lisa Paus, es ist selbstverständlich, und das habe ich ausdrücklich gesagt, weiterer Handlungsbedarf gegeben. Es ist klar, in einer globalisierten Wirtschaft wird es immer illegale Steuerpraktiken und Geldwäsche natürlich geben, aber eine Skandalisierung, eine überzogene Zahl, die aus der Luft gegriffen, mit der ich nichts anfangen kann. Das wurde hier genannt von 17 Milliarden Körperschaftssteuer, die fehlen würden. Nur die sind unbewiesen. Ich bin auch gegen Pauschalverdächtigungen gegen Unternehmen. Da müssen Fakten stattfinden. Und wir müssen ganz konkret an der Sache unsere Aufgabe wahrnehmen, nämlich Steuerrecht natürlich gegen Steuervermeidung und Steuergerechtigkeit wahrnehmen. Das ist unsere Aufgabe und der müssen wir Schritt für Schritt nachkommen. Und es ist ganz klar, dass auch die beratenden Berufe sich immer neue Dinge einfallen lassen. Da habe ich nichts dagegen. Aber wir müssen auch dem folgen und müssen das abstellen, wenn wir der Auffassung sind, da findet etwas illegal und falsch statt und die Steuervermeidung wird letzten Endes nur einigen wenigen dienlich. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist klar, dass wir
internationale Vereinbarungen getroffen haben, den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten, das Country-by-Country-Reporting, ein wichtiger gemeinsamer Schritt, den wir vorangebracht haben. Und meine Damen und Herren, es ist nicht so, dass am deutschen Wesen alles gelesen kann. Es ist international die Aufgabe, nur gemeinsam mit den anderen Ländern, mit Überzeugungskraft, mit Argumentation und natürlich Verhandlungen können wir erreichen, dass diese Dinge dann auch funktionsfähig werden. Das ist die eigentliche Frage. Und da müssen wir bei den Gesetzen, Geldwäscherichtlinie, Umsetzung und alles Weitere voranbringen. Meine Damen und Herren, wir wollen natürlich klare Steuerentlastung. Wir stellen uns dem Steuerwettbewerb und wollen natürlich keine illegale Steuergestaltung. Und diese Argumentation der AfD verstehe ich gar nicht, dass sie Steuerdumping beschönigen wollen, weil wir vielleicht noch eine Steuerreform hier durchsetzen müssen. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen sehen, dass der normale Steuerbürger ernst genommen wird, dass wir Steuerreduzierung, Steuerentlastung voranbringen und letzten Endes auch für die Wirtschaft, letzten Endes auch die richtigen Weichen stellen, meine Damen und Herren. Ich bin der Auffassung, es muss auch über eine Unternehmenssteuerreform geredet werden, auf Basis der Rechtsformneutralität, der Finanzierungsneutralität und der Organisationsneutralität. Das wird auch die Aufgabe dieses Bundestages in dieser Legislaturperiode sein. In diesem Sinne glaube ich, dass die Steuerpolitik eine ganz wichtige Aufgabenstellung für die nächsten Jahre werden wird. Und dazu lade ich Sie herzlich ein, nicht zur Kanalisierung, nicht etwas zur Beschönigung, sondern wirklich Fakten und letzten Endes Steuerpolitik auf den richtigen Nenner zu bringen. Das ist unsere Aufgabe. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Michelbach. Nächster Redner, Dr.